Der 26-Jährige, der uns in der Vorrunde gezeigt hat, dass Mühlviertler Granit tatsächlich stärker und härter ist als unser Vorrundenparcours. Aber hier sehen Sie einen Gecko in der freien Wildbahn. Dieser junge Gecko ist noch unerfahren und muss noch einiges lernen. Damit dem Gecko so etwas nicht noch einmal passiert, begibt er sich in sein Trainingshabitat, um sich für die Hindernisse in der Wildnis vorzubereiten. In seinem Trainingshabitat verbessert sich der Gecko stetig. Dieser junge Gecko befindet sich im Wettkampfmodus. Sehen wir zu, ob er dieses Mal seine Beute, den Bassa, erlegen kann. Das Weibchen unterstützt den Gecko bei seiner Beutejagd. Der Gecko lauert dem Bassa auf, er pirscht sich an, läuft die Wand hoch und erlegt den Bassa. Grüß euch, ich bin's euch, Ninja Gecko. Ich habe euch jetzt einen kleinen Einblick in mein Ninja-Versum gegeben. Man hat gesehen, ich habe mich dieses Jahr richtig gesteigert und habe auch das erste Mal die Chance gehabt, mich zu beweisen. Und nächstes Jahr möchte ich euch sagen, dass der Mühlviertler Granit auch härter ist wie der Parcours in Deutschland.